Hallo meine lieben Möchtiger und Diktatoren da draußen und herzlich willkommen hier zu Tropico 6. Ich habe es endlich geschafft, ich kann endlich Tropico 6 spielen, jetzt nachdem das erste DLC Llama of Wall Street auch rausgekommen ist. Ja, der Grund, warum ich es erst jetzt spielen kann, ist einfach technischer Natur. Dazu gehe ich gleich noch ein. Ich wollte erstmal nochmal sagen, Dankeschön an Calypso fürs zur Verfügung stellen von Tropico 6 und dem DLC Llama of Wall Street, damit ich es hier meinen lieben Zuschauern zeigen kann. Man muss dazu sagen, ich hatte schon Zugriff auf Tropico 6 und zwar damals, als das Spiel noch gar nicht released worden ist. Über ein Jahr ist es her, ich weiß noch, es war November 2018, als die Beta lief und ich war 4 Monate lang in Kontakt mit dem Calypso Support, weil das Spiel bei mir nicht laufen wollte. Keine Ahnung warum. Ich weiß es bis heute nicht, aber inzwischen geht's. Ich hatte damals Crashes, die einfach mir quasi alle 5 Minuten, wenn es dumm lief, quasi das Spiel beendet haben. Und so kann man natürlich nicht spielen und schon gar kein Let's Play machen. Und so wollte ich euch natürlich auch das Spiel nicht anpreisen, weil ich preise euch natürlich nur Sachen an und zeige euch nur Sachen, die ich persönlich gut finde oder zumindest interessant und die natürlich auch funktionieren müssen. Jetzt funktioniert aber Tropico 6, was mich unfassbar freut, denn ich mag die Reihe. Ich habe auch schon Vorgänger gespielt. Ich habe auch mindestens 2 Tropico gespielt, auf jeden Fall den 5er, den habe ich durchgespielt, glaube ich. Und nochmal irgendeinen Teil davor, vielleicht sogar noch einen 3., aber ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall schon die ganze Weile her. Man darf auch nicht vergessen, Tropico gibt es ja schon seit einer ganzen Weile. Ich liebe das Setting, ich liebe den Humor und ich finde natürlich auch die Musik absolut fantastisch. Ich sitze hier eigentlich gerade eben so tanzend quasi in meinem Schreibtischstuhl so ein klein wenig und wackelt die ganze Zeit jetzt hier zur Musik mit. Ja, unabhängig davon, wir legen gleich los. Vorher will ich euch allerdings noch informieren, dass jetzt gerade eben, nachdem Llama of Wall Street auf den Markt gekommen ist, gibt es gerade eben nochmal bei meinem Partnershop Games Planet, nochmal 44% Rabatt bis zum 6.2.2020. Das ist irgendwie gerade eben so eine Flash-Aktion. Also falls ihr das Spiel noch nicht habt und euch sagt, ach komm, könnte ich jetzt eigentlich auch gerade ganz gut brauchen, so ein bisschen Karibik-Feeling jetzt so kurz nach Weihnachten. dann greift gerne zu, kostet normalerweise 49,99, jetzt gerade eben für die nächsten paar Tage, also die nächsten 2 Tage im Grunde nur noch 27,99. Und es gibt auch noch 10% Rabatt auf den DLC Llama of Wall Street. Ich hätte es euch eigentlich ganz gerne mit Rabattcode angeboten, aber daher ich euch nichts anbieten möchte, was bei mir nicht funktioniert, einfach aus moralischen Gründen, habe ich das dann einfach sein gelassen, liebe Freunde. So, in der Zukunft hoffentlich nicht mehr notwendig. Wir beginnen ein neues Spiel. So, und ich werde die Tutorials nicht spielen, weil ich schon einmal die Tutorials gespielt habe, zumindest teilweise, sofern es technisch möglich war, in der Beta. So, Mission. Die allererste Mission ist diese hier. Aber wir können jetzt auch hier die Mission quasi theoretisch auch schon das Llama der Wall Street machen. Machen wir natürlich jetzt nicht am Anfang, weil ich möchte hier natürlich erstmal mich durchschummeln. Natürlich, wir sind El Merpidente. Wir werden uns natürlich durchschummeln. So gut es natürlich geht. Deswegen werden wir auf jeden Fall das hier spielen. Ich will euch gerade nur ganz kurz nochmal hier meinen lieben Kollegen zeigen. Warte mal, wo kann ich denn meinen Dude hier nochmal anpassen? Genau, hier Anpassung. Das will ich euch natürlich noch zeigen, wie mein El Merpidente aussieht. Das bin ich, wie ich abends ausgehe oder so. Keine Ahnung, also so sehen wir auf jeden Fall aus. Das finde ich gut. Also ich finde diesen Typen super. Dann müssen wir gerade mal schauen. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, unsere Residenz anzupassen. Egal, das werden wir dann in-game sehen. Aber ihr habt es mal gesehen, wie ich aussehe. Also so in real life. So, wir starten ein neues Spiel. Und lesen wir. Penultimo in der Karibik. Das allererste gemeinsame Abenteuer von El Merpidente und seinem loyalen Berater Penultimo. Die Geschichte handelt von ihrem Kennenlernen, einem Mordkomplott und Penultimos meisterhaftem Plan, ihren Weg in die Unabhängigkeit durch Schmuggel von Goldnüssen zu finanzieren. Zeitalter, ich glaube das heißt Kolonial. Missionsfokus, Schmuggel, Logistik, Unabhängigkeit verkünden. Ihr werdet damit leben müssen, dass ich hin und wieder mal so rede, weil ich mag das. So, wir starten. Come and visit Tropico. 6. Ein Llama! Presidente! Ein Krokodil! Erinnert ihr euch an Tropico?
Smaragdgrüne Palmen, gleißend weiße Strände und ein kristallklares Meer, das im Sonnenschein so funkelt wie Juwelen und Goldmünzen. Sprechen Sie weiter. Ich bin es, Präsident Penultimo, euer treuer Helfer, euer größter Fan. Ich habe eure Triumphe aufgezeichnet. Keine Angst, nichts davon wurde aufgeschrieben. Penultimo vergisst nie etwas. Es sei denn natürlich, ihr habt es ihm befohlen. Aha. Also, lasst uns diese Geschichten aus der Vergangenheit genießen. Und wo könnte man besser anfangen als mit dem Moment, als ihr euren loyalen Penultimo das erste Mal traft? O erfolgreichster Präsidente! Es war wie der erste Sonnenaufgang in meinem Leben. Hallo auch. Sie müssen der neue Gouverneur sein. Ich bin Lord Wyndham, Vertreter der Krone. Es ist Ihr Job zu tun, was ich sage. Zumindest bis Ihr Mandat ausläuft. Jawohl, Lord Windel. Ich werde ihn Windel nennen. Oh, seien Sie nicht eingeschnappt. Sie werden sicher lange durchhalten. Gott weiß, dass ich das nicht selbst machen will. Fangen wir mit einer Zuckerplantage an, ja? Plantage besitze Zucker 1. Okay. Moment, ich muss jetzt erstmal Pause machen, denn man will ja erstmal sich umschauen, Freund. dieses eine SOS-Zeichen wollte ich gerade eben sagen, das hat bestimmt ich hingemacht, weil ich hier weg will. und ich hatte gerade eben schon das Gefühl, sag mal, wie kann es sein, dass Penultimo schon mit uns redet? Weil das soll ja unser Kennenlernen sein. Mein erster Gedanke war, er ist diese Art von Berater, der auftaucht. Ich weiß alles über dich. Alles. Und du willst mich einstellen, weil... Sonst wissen es gleich noch andere. Und so, aha, okay, ich habe verstanden. Nee, aber in dem Fall ist es wohl nicht der Fall. Also wir müssen eine Zuckerplantage aufbauen. Momentan haben wir hier eine Maisplantage. Das ist ein Transportbüro, ein Baubüro. Und diese zwei Gebäude brauchen wir einfach, um unsere Infrastruktur aufzubauen. Ne? Diese Typen hier bauen, diese Typen hier transportieren, diese hier meißen. Und die Baracken hier und Kapellen. Okay, das sind also die Wohngebäude. Die können wir noch upgraden. Das weiß ich noch. Das hier ist unsere... schicke kleine Residenz mit unseren vier Leibwächtern. Pedro, Montserrat, Raphael und Maria. Tja, soll keiner sagen, wir hätten keine Frauenquote, ne? So, gut. Dann schauen wir mal ganz, ganz kurz. Wir müssen jetzt natürlich bauen. Und zwar sollen wir... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Kokosnussernte, Holzfäller, Fischerei, Plantage. Plantage ist es, glaube ich. Ne? Wir sollen eine Zuckerplantage bauen. So, ihr müsst bedenken, ne? Ich spiele dieses Spiel seit einem Jahr das allererste Mal und habe keine Erfahrung. Ich bitte das zu berücksichtigen, eurem knallharten Urteil. So, wir wollen hier natürlich diesen Platz ideal ausnutzen. Jetzt bin ich am Überlegen. Warte mal, wie drehe ich denn das hier so? Grün ist die beste Farbe des Tages, deswegen wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass es jetzt hier auf dieser grünen Ebene dann so steht, ne? Warte mal, so kann man das, glaube ich, machen, jawohl. Dann werden wir das Ganze jetzt hier noch mit einer Straße hier verbinden, so, so, dala. Und dann können wir nämlich jetzt hier mit dem Zuckerrohr jetzt hier beginnen. Also lassen wir die Zeit laufen, unsere kleinen, fröhlichen, ja, kapitalistischen Kommunisten hier ans Werke gehen. Gucken wir mal rein. Ah, das hier ist der Adrian. Adrian geht gerade zur Kirche. So, er muss die Sünden beichten, dass er gerade eben nicht helfen will, Elmer Pidente hier zu helfen, eine Plantage zu bauen, dieser Schuft. So, baut. Ich möchte, dass Sie es schon mal gesehen haben. Ansonsten können wir mal gucken, was können wir denn eigentlich sonst so machen. Der Al-Malach. Obdachlose Bürger haben wir momentan 17, arbeitslose Bürger haben wir 29. Wir haben eine Gesamtzufriedenheit von 38, anscheinend Tendenz sinkend. Gut. Naja, wir machen erstmal quasi so Stück für Stück die Queste durch. Und schauen mal. Wie viel Geld machen wir gerade eben? Ich weiß es gerade eben gar nicht. 80.000 Einnahmen der letzten 12 Monate. 471. Naja, das wird mehr werden, sobald wir dann Zeug exportieren. Ich glaube, das Spiel führt uns jetzt sowieso auch noch so ein bisschen jetzt erstmal so nach und nach an sich selbst heran. Ich habe neue Anweisungen. Yes. Ich meine Vorschläge. Die Plantage wächst gut, nehme ich an. Bah, widerliche Sache, diese Natur. Aber da gibt es Geld zu holen.
Das ausgerechnet derjenige, der Lord Windel heißt, ne? Nun, um etwas zu schaffen, brauchen wir Arbeitskraft. Um die Kooperation der Einwohner dieser schweißverkrusteten Drecksloch zu bekommen, muss man sie mit etwas bestechen, das sie haben wollen. Rum funktioniert gut. Also bauen Sie eine hübsche neue Distillerie. Oh, und exportieren Sie auch etwas. Das bringt ein wenig Geld ein. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Rum-Distillerie 1. Okay, dann bekommen wir 3000 Simoleons und unser Mandat wird verlängert. Cool, so funktioniert Demokratie, indem ein anderer Staat sagt, hey du. Mehr sagen die nicht, die sagen nur, hey du. So, Moment, jetzt mache ich erstmal eine ganz, ganz kurz mal Pause. Denn ich will ja keine Zeit verlieren. So, wir sollen die Distille bauen. Industrie, Rom-Distillerie. Am besten irgendwo hin, wo es gar keinen Sinn macht, dass wir noch irgendwelche Sachen hinbauen. Also der Weg sollte eigentlich ein kurzer sein. Ich behaupte, dass das hier dadurch eigentlich vielleicht sogar ganz gut ist. Bauen wir es mal dahin. So, ich will immer mit Leertaste die Pause beenden. Entschuldigung, bei den meisten Spielen ist das nämlich so. Hast du gehört, Calypso? Bei den meisten Spielen ist das so. Warum hier nicht? So, wir gehen jetzt noch dahin und machen hier noch so ein bisschen die Straße schon mal so angekündigt hin. Und wir werden es früher oder später brauchen. Warte ich nur darauf, dass jetzt hier die Leute endlich mal arbeiten. Ich kann mal die Geschwindigkeit erhöhen, dass es hier mal schneller geht. Oder ich mache mal die Geschwindigkeit runter. Es gibt ja auch verschiedene Modi, ne? Das Budget für alle Gebäude des Typs hier. Deswegen kann ich auch dafür sorgen, dass wir jetzt hier mehr in Mais investieren, was ich ja momentan irgendwie nicht als besonders sinnvoll erachte. Wir können ja noch von Monokultur auf Multikultur gehen. Senkt die Effizienz um 40%, aber die Plantage verringert die Fruchtbarkeit nicht mit der Zeit. Dann gehe ich mal auf Multikultur, ganz mehr, ernst. Mehr, Gouverneur, mehr, immer mehr. Na los, die Krone verlangt danach. Wow, ihr seid echt scharf auf Rum, ihr Briten. Ach, schauen Sie mich nicht so an, aber mir gibt es einen, über mir gibt es einen Typen, der die Anweisung nach unten reicht. Und ich weiß, dass Sie auch einen Typen unter sich haben. Das ist eben die Hackordnung. Bringen Sie mich nicht zum Hacken. Ich sollte also eine Handelsrunde mit der Krone erfüllen. Forderung rechtzeitig annehmen in 167 Tagen. Belohnung. Eine kann ausgewählt werden. Entweder noch mehr Mandatsverlängerung oder 2000. Ich denke, ich nehme die Mandatsverlängerung. Konsequenzen für zu späte Annahme minus 5 Ruf bei der Krone. Annehmen. Okay, gut. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo hier, wo warte mal, war das nochmal? Handelsbildschirm öffnen, genau. Mit der Krone. Kohle, Kohle, Planken, Tabak, was? Moment. Ja, er hat mir nicht gesagt, dass ich jetzt irgendetwas. Na toll. Also gut, ich soll jetzt also irgendetwas ihnen, so wie es aussieht, verkaufen. Ja, kann ich ja auf alles gehen. Also entweder sie wollen Kaffee, Baumstämme, Meeresfrüchte, Planken oder Tabak. Jetzt gucke ich als allererstes natürlich, was hier am allermeisten Sinne macht. Was kann ich denn hier am allerbesten noch anbauen? Holzfällerei wäre möglich, Fischerei wäre natürlich möglich. Bergwerk könnte man da hinten hin machen, dann hätten wir da hinten noch Kohle. Why not? Ganz ernst, why not? Dann werden wir jetzt halt Kohle exportieren. Was soll's? Das ist jetzt hier mein großer, masterlicher Plan. Wow. Cool, wie das Spiel mich hier verarscht. Ich liebe es. Oh, das war schon der Beta so, ey. Eieieiei. Okay, warte mal, das ändern wir jetzt ganz, ganz kurz. Ich muss das doch irgendwie abreißen können. Das ging doch irgendwie. Es sei denn, ich mache jetzt einfach die Sache komplett anders. Ah, da war ja abreißen. Stirb, Straße, stirb. So, und du, Straße, lebe, lebe. So, jetzt haben wir nämlich das hier so dran. Und jetzt sind die hoffentlich glücklich mit ihrem Käse hier. So, wir lassen weiterlaufen. Das heißt also, dass ich jetzt diese Rumdistillerie völlig umsonst baue. Naja, was soll's. Dann fangen wir mal jetzt ganz, ganz kurz mal an hier mit dem Handelsbildschirm und sagen, Kohle, Vertrag unterschreiben. Kommt halt drauf an, was es dann kostet, ne? Ich nehme mal den mittleren hier. Möchten Sie diese Handelsroute unterzeichnen? Yo.
Bis jetzt habe ich auch tatsächlich nur die Krone. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Ah, Sophia Ortega. Die emanzipierte Revolutionärin. Die Menschen haben sich das Herz genommen und versuchen fortwährend neue Wege zu finden, um Opfer für die Sache zu bringen. Sie sind überaus einfallsreich. Bringen Sie bitte auch ein Opfer für das Volk. Ich könnte auf Zucker im Kaffee verzichten. Ich soll eine Taverne bauen, okay. Fordert rechtzeitig annehmen 190 Tage. Belohnung. Eine kann ausgewählt werden. Entweder 10 revolutionäre Immigranten, 2000 Augen oder eine zufällige Blaupause. Ihr habt also Kontakte. Okay, dann machen wir das auch mal so. Warum habe ich eigentlich jetzt das hier immer noch nicht... Achso, ich muss sie erfüllen. Hätte ich vielleicht eine schwächere nehmen sollen und nicht gleich eine schwerere. Egal, also ich soll jetzt eine Taverne bauen. Wo? Das ist doch, glaube ich, Unterhaltung. Genau, eine Taverne. Ihr seht, die Leute sind hier überall glücklich mit dieser Taverne. Ey, das würde sogar da reingehen. Wie witzig. Nee, das würde nicht da reingehen. Aus irgendeinem Grund weigert es sich da reinzupassen. Na gut. Bauen wir die Taverne da ein. Und lassen weiterlaufen. So, Rumdistillerie ist jetzt gleich fertig. Geht nicht mehr viel. Yeah. Geschafft. Ihre Distillerie scheint zu funktionieren. Kleiner Tipp, Gouverneur. Man sollte den eigenen Schnaps nicht probieren. Sie verstehen, was ich meine? Prima. Ja. Ich mache es mir zur Aufgabe, den Cocktails ihrer Insel aus dem Wege zu gehen. Zu viel Kokosnuss, verstehen Sie? Habe ich erwähnt, dass ich allergisch gegen Kokosnuss bin? Gut, dass du das sagst. Das ist nur einer der Gründe, warum ich diesen Ort hasse. Okay, ich nehme in dem Fall die Mandatszeit. So unwichtig sie auch sein mögen, es ist meine Aufgabe, diese Inseln komplett auszubeuten. Erz, Bananen, riesige Affen und Dinosaurier. Alles, was einen monetären Wert hat. Genau, Dinosaurier, davon haben wir ja so viele. Also, Sie müssen alles zusammenkratzen, was wir haben, falls Sie sich das zutrauen. Expandieren, Gouverneur, expandieren. Gehen Sie auf alle Inseln und finden Sie die Dinge, die sich verkaufen lassen. Hören Sie zu. Oder sind Ihre Ohren nur aufgemalt? Nein, angeklebt. Extra mit billig Patex. So, bauen Sie einen Transporthafen auf jeder der drei anderen Inseln. Dann bekomme ich wieder Geld oder ja, bla bla bla. Okay, nun wissen wir das. Also immerhin ist die Distille jetzt hier am Stissel. Jetzt muss ich mal kurz mal gucken auf den anderen Inseln. Also hier muss ich noch einen Hafen bauen. Hier und hier. Komme ich da überhaupt hin? Komme ich da überhaupt hin? Ein Zirkus ist jetzt möglich. Was ist, wie geil ist denn das da? Egal. Das ist doch sicherlich das da, genau. Nicht Transportbüro, ein Transporthafen, haben sie gesagt, ne? Hätte ich eigentlich ganz, ganz gerne hier so. Bin ich gespannt, ob die das hinbringen, das da zu bauen, oder ob das technisch gesehen unmöglich ist. Wie gesagt, bin neu im Spiel. Keine Ahnung, ob das jetzt geht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich eine Straße hier übers Wasser bauen. Oder auch nicht. Scheiße. Ja, warten wir mal, ob das geht. Das weiß ich einfach nicht mehr. Die haben leider gerade eben nichts zu tun. Echter Exportblend. Einheimische Vermarktung. Produktionsleistung sinkt um 25%. Wie dieses Gebäude funktionsfähig ist, steigt die Effizienz jeder Taverne und Cocktailbar bei mittlerem Budget um 10%. Der Bonus ist bis zu maximal 30% kumulativ. Ich mache jetzt mal einheimische Vermarktung. Muss reichen, Freunde. Muss reichen. So. Oh, hier sind einige Leute gerade eben am Start. Gucken wir gerade eben nochmal, wie es aussieht mit... Warte mal, wo war denn das mit der Zufriedenheit? Genau hier. Nee, das war's auch nicht.
Zeitalterübersicht, Handel, Überfälle, Forschung. Ich kann, glaube ich, forschen, ne? Sollte ich vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Erweiterte Bootswartung. Erhöht die Unterhaltskosten von Transporthäfen. Toll. Touristenhäfen und Hafenlagen um 50%. Super. Ich zahle mehr für eine Forschung. Geil. Boote, Frachter und Touristenschiffe und Transportschiffe sind 5% schneller. Okay, sie sind dann um 5% schneller. Strafkolonie erhöht die Einwanderungsrate um 50%. Die Chance, dass jeder Einwanderer ein Krimineller ist, steigt um 300%. Sie erhalten eine monatliche Zahlung in Höhe von 100. Ja, super. Kindergeld. Kinder werden bei Bestimmung des Wohlstands einer Familie nicht mit einbezogen. Diese Verordnung kostet monatlich 3 Ocken pro Kind. Kirchengebühr. Besucher von Religionsgebäuden zahlen eine Gebühr von 1 Ocken. Senkt die Effizienz von Religionsgebäuden allerdings um 15%. Verschlechtert den Ruf bei den Religiösen um 5. Verbessert den Ruf bei den Kapitalisten um 5. Mitarbeiter des Monats. Mitarbeiter in Minen und Industriegebäuden arbeiten eine Doppelschicht, solange diese Verordnung aktiv ist. Die Verordnung kostet 350 pro Monat. Kostenloses Wohnen. Bürger zahlen keine Miete. Verschlechtert den Ruf bei den Kapitalisten, allerdings bei den Kommunisten geht er hoch. Und Bibliothek. Arbeitsmodus. Ja, ich mach mal das da. Jetzt bin ich gerade immer gucken am Infowasser-Almanach. Ne, wir lassen mal weiterlaufen. Nach wie vor müssen wir das hier immer noch ausbauen. Hohe Prio, würde ich mal behaupten. Denn ich muss ja diesem komischen Inselaffen, wir sind ja auch einer, seine Wünsche erfüllen. Ich komme mir da gerade eben vor wie so eine Baukurtisane. So, dala. Dann ist jetzt hier der gute Juan Castro. Wahrscheinlich verwandt und natürlich auch verschwägert. Alles beides. Der baut jetzt hier höchstwahrscheinlich unsere Bude auf. Schneller bauen, schneller bauen. Baut schneller, ihr kleinen Minions. Ach, komm schon, das muss doch schneller gehen. So, erledigt. So, jetzt haben wir das Bergwerk hier. Kann ich, glaube ich, auch mal das Budget hier schon mal ein bisschen erhöhen. Das wäre sehr, sehr gut. Fast menschliches Protokoll. Profitprotokoll. Erhöht die Effizienz um 50% die Qualität. So, ich sorge jetzt mal dafür, dass sie jetzt hier einfach mal so richtig hart ranklotzen. Sklavenarbeit for the win. Muss ich nur kurz schauen. Reguläre Kontrollen habe ich hier noch am Start. Kann ich das noch ändern? Spürhunde. Senkt die verursachte Kriminalität in Hafenanlagen. Nö, das ist mir gerade immer nicht relativ egal. Passiert hier eigentlich irgendwas? Da ist tatsächlich jemand am Bau. Bin gespannt, ob die das hinkriegen. Auf jeden Fall sind diese Leute da irgendwie magisch gelandet. So, das ist jetzt hier bis fertig. Jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Mit Ihrer Unterstützung, Präsidente, wird das Volk Sie jedoch erstrahlen lassen. Ja, sie ist nicht ruhmreich, aber jetzt ruhmreich, seitdem wir diese Taverne haben. Danke für Ihre Hilfe. Wir werden hart arbeiten, um den Ruhm unseres Ungehorsams zu mehren. Wenn die Menschen nicht aufhören zu polieren, können wir eines Tages vielleicht unsere Spiegelbilder in dieser Rebellion sehen. Wichtige Immigranten, das bringt halt Arbeitskraft, aber auch eventuell natürlich auch Revolution Power. Eine zufällige Blaupause, ach, ich nehme die zufällige Blaupause, was habe ich denn bekommen? Blaupause Opernhaus erhalten. Ja, genau. Wo ist denn das Opernhaus? Hier Opernhaus. Bietet Spaß für besuchende Bürger und Touristen, vom Kulturreisenden bevorzugt. Besucher müssen reich oder wohlhabend sein. Haha, okay. Na gut. Denken wir später mal drüber nach. Wie viel produziert ihr jetzt hier eigentlich, ihr kleinen Wichtel? Ich muss hier gerade mal gucken. Statistiken. Einkommen gesamt. Einkommen letzten Monat. Gebäude benötigt 15 Megawatt Strom. Erhöht die Effizienz um 25%. Habe ich überhaupt Strom in dieser komischen Kolonialzeit? Muss ich jetzt ehrlich gesagt mal so in den Raum stellen. Medien, Bildung, Tourismus, Dienstleistung, Überfälle, Militär, Regierung und Finanzen. Oh, ein Kerker. Why not? Nee, brauchen wir gerade eben noch nicht. So, ich denke, ich habe so das Gefühl, dass es mit der Kohle nicht so funktioniert.
Transportbüro. Sicheres Laden. Freies Ladungslimit. Erhöht die Kapazität von Transporteuren um 50%. Hat aber eine Chance von 10% seine Fracht zu verlieren. Nee, lass mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier hinhaut. Der geht jetzt dahin. Ich möchte gucken, wie viel Kohle der jetzt abholt, der Junge. Momentan hat er noch 0. Oh, 431 hat es geladen. Ich hoffe nicht, dass das Kilo sind. Der arme Kerl, ey. Ah, wir sehen jetzt hier, ja, das ist die Kohle, die jetzt hier gerade eben geschürft wird. Oh yeah. Da-dam-da-da-dam-dam-dam-dam-dam. Die Musik ist einfach so geil, Leute. So, wie viel muss ich jetzt eigentlich hier verschippern, ne? Das waren, glaube ich, 12. Oh, ich kann übrigens jetzt auch Rumpfe verschicken. Vertrag unterschreiben. Kaufen. Eins und beiden muss ich halt machen. So, das heißt, dass ich jetzt hier den echten Exportblend mache. Ist wichtig, dass eins und beiden jetzt hier halt mal verarbeitet wird. Kann ich hier schon sehen? Ja, genau. Jetzt liegen hier 531 Kohle rum. Mais liegt da auch rum. Könnte es natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen verbessern. Ne? Ich glaube, dass das Ding nämlich alles andere als ausgelastet ist. Also macht es durchaus Sinn, vielleicht hier nochmal ein weiteres Zuckerrohr-Plantagelchen zu bauen. Zuckerrohr, Zuckerrohr. Wo ist es denn hier? Zuckerrohr. Ja. Problem. Das passt hier nicht hin. Hier würde es aber hinpassen. Ist allerdings nicht mehr perfekt geeignet. As we can see. Scheint hier aber echt grenzwertig zu sein. Oh Mama. Aber an und für sich ist es der beste Ort. Es ist aktuell nur der beste Ort. Na geil. Was ist das hier? Was, da steht doch eine Taverne? Oh Gott, die muss weg. Ohne Witz, diese Taverne muss weg. Warum? Die wollten noch eine Taverne haben. Ja, nee, ist klar. Das Ding jetzt hier muss weg, Freunde. So, lass mal laufen. Und mal mit erhöhter Geschwindigkeit. Dam, 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 dam. Können die nämlich hier schnell mehr Zuckerrohr hier herstellen. So, ich gehe jetzt hier auch auf Multikultur. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Nein. Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Echt? Die Menschen haben sich das zu Herzen genommen und versuchen fortwährend neue Wege zu finden, um Opfer für die Sache zu bringen. Sie sind überaus einfallsreich. Bringen Sie bitte auch ein Opfer für das Volk. Ich soll eine Bibliothek bauen. Cool. Mein Opfer ist also, dass ich den Menschen Wissen vermittle. Okay, ich muss also jetzt die Bibliothek bauen. Problem ist, ich muss das Geld im Auge behalten, ne? Wo ist denn das hier? Medien und Bildung. Bibliothek. Eine Bibliothek. Was wir machen, das so: Wir machen die Bibliothek hier hin, direkt neben unserer Hauptresidenz. Dann haben wir die Kontrolle über das Wissen. Oh, das hat geklappt. Hat keine Straßenanbindung. Sie haben nie gesagt, dass ich eine Straße dahin bauen soll. Sie haben nur gesagt, ich soll diese Dinger dahin bauen. Wo waren der Käse hier nochmal? Genau, hier nochmal ein weiteres Transporthafen. Ich finde es eigentlich so passend, dass es hier an diesem SOS dann ist. Und der letzte Transporthafen. So, dann müssen jetzt halt die beiden hier noch gebaut werden. Ja, die haben, denen fehlt es halt einfach momentan voll an Zeug, ne? Erhöhe jetzt hier mal quasi auch nochmal das Budget. Die sollen jetzt hier mal richtig ranklotzen, die Dudes. Und aus irgendeinem Grund... wurde das jetzt hier trotzdem nicht mehr
mit reingenommen. Na, egal. Das ist halt der Parkplatz für das Teil da, ne? Okay, Leute. Dann würde ich aber mal sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle hier für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter, wenn ihr wollt. Yay! Wir haben wieder etwas verkauft. Guck gerade eben mal. Nee, das sehe ich gerade eben gar nicht. Haben wir denn hier nochmal Handel? Wo kann ich denn hier meine aktiven Handelsverträge sehen? Ja, aktive Handels... in Kohle. Da sehe ich, wie viel ich jetzt schon exportiert habe, genau, und rum und so weiter und so fort. Okay, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal morgen eine weitere Folge bringen und danach kommt das höchstwahrscheinlich alle 2 Tage. Es sei denn, ich sehe, ihr feiert das hart. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit, tschüssi und ade.